Und damit sage ich einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Grimmige Legenden 2, das Lied des dunklen Schwans. Wenigstens habe ich nicht ein N hinzugefügt oder so, passt schon. So, unser lustiger kleiner Otter ist immer noch am Start. Die Webcam läuft einigermaßen synchron, das Spiel sollte auch einigermaßen synchron sein, ich hoffe, das passt alles. Und wir sind natürlich auch jetzt wieder im Livestream unterwegs, das heißt, wenn ihr es nachher auf YouTube seht und ich mit unsichtbaren Leuten rede, ist das der Chat im Stream. Wir sind gerade in der Szene hier frisch angekommen, das Sammelobjekt hier hatte ich schon mitgenommen, das hing hier irgendwo, aber sonst hatte ich hier, glaube ich, noch nichts gemacht, ne? Oh, super, direkt ein Wimmelbild, ich freue mich ungemein. Was brauchen wir denn? Einen güldenen Käfer, der ist hier. Alter, und so Zweigscheiße, ihr wollt mich doch alt... Oh. Leck mir doch den Strumpf. Okay, ich klicke gerade einfach nur die Sachen an, die offensichtlich nicht in die Szene passen. Das funktioniert ganz gut. Ohne drauf zu achten, was unten eigentlich gefragt ist. Hier, du siehst auch noch aus, als müsstest du da weg. Dann du. Dann brauche ich so ein großes braunes Blatt. Vielleicht ist das auch gar nicht so groß, vielleicht ist das total klein. Ist das hier hinter? Es ist total dahinter, oder? Ja, natürlich. Das ging zügig. Türgriff. Ich bin mir nicht sicher, aber in meiner Welt sehen Türgriffe so nicht aus. Aber okay. Ist gekauft. Was geht hier so? Ah, hier fehlen Sachen. Oh, und ich habe einen alten Damenstrumpf eingesammelt. Nein, ein nasser Verband. Hoffen wir, dass es Wasser ist vom Wasserfall und keine Körperflüssigkeit. Gerade bei der Farbe habe ich jetzt ein bisschen Angst. Gut. Wir haben ja einen Türgriff. Nicht. Ah, ich musste den alten erst kaputt machen. Das klingt logisch. Dann kann ich den neuen anbauen. Verrückte Sache. Wir hätten auch einfach durchs Fenster gehen können, ne? So ist ja nicht. Handschuhe. Mit Dornen gespickt. Das heißt, wenn mich Gegner angreifen, kriegen die dann automatisch Schaden? Wenn ich jetzt Dornen habe auf meinen Handschuhen? Der hört gar nicht auf. Schleifen war noch nie meine Lieblingsbeschäftigung, aber man muss tun, was man tun muss. Ja. Gott, macht der Stein jetzt... Nein, er macht nicht die ganze Zeit das Geräusch, na, ein Glück. That's the man who rescued me. Did the Dark Swan attack him too? Was? Was? Er hält etwas in der Hand, aber ich kann seinen Griff nicht lockern. Aber er schwitzt ab und an ein bisschen. Das heißt, er hat sehr hohes Fieber und sieht aus, als hätte er große Schmerzen. Wie kann ich ihm helfen? Haben wir noch was? Also, da haben wir ein Kissen, wir könnten ihn ersticken. Ich glaube, das Leiden schnell beenden, das wäre ganz gut. Ansonsten, so ein Netzhemd hilft bestimmt auch. Wenn wir schon einen nassen Verband haben, wie wäre es denn halt mit einem hitzeentziehenden Wadenwickel? Aber okay. Ein guter Stößel ist der beste Freund einer Heilerin. Ja, ein guter Stößel ist der beste Freund einer Heilerin. Das ist... Entschuldigung. So, hier ist übrigens das Sammelobjekt. So ganz nebenbei, aber... Auch die Form und... Nein, 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 nein. Just no. Okay, hier muss eine Feder rein. Sehe ich das richtig? Hier steht eine 2 und eine 3 reingeritzt und... Abgeschlossen. Wo ist der Schlüssel? Vielleicht hier im Dreck. Oh, eine Pfanne. Die wollte ich schon immer haben. Hammer brauchen wir nicht. Brechstange brauchen wir nicht. Schere, die nehmen wir mit. Pinsel brauchen wir nicht. Eine Aussparung für ein großes Gefäß. Naja, es ist halt ein Blasebalg.
brauchst eigentlich nur einen Verschluss, Lady, aber passt schon. Everything is a dildo if you're brave enough. Ja. Ich sag nur nasser Verband. Haben wir hier noch irgendwas? Stumpfe Schere. Oh, die müssen wir bestimmt schleifen. Geschliffene Schere. Ein Knüller. Waldhütte. Innen. Ach so. Ich dachte, hier wäre draußen, aber gut, dass es nochmal gesagt wurde. So, kann ich ihm... Haben wir irgendwo Wasser, dass ich den Schwamm nass machen könnte? Klares Quellwasser. Sehr erfrischend. So, erstmal schön den Schwamm eingetunkt. Schwamm nicht so. Okay. Schwammverband meine ich. Entschuldigung, ich meine... Okay, lass mich raten, der Verband muss trocken sein. Natürlich, weil ich den Verband auch nicht ohne Bratpfanne auf das Rost legen kann. Ah. Und jetzt schön einen heißen Verband machen, das ist richtig gut. Nicht? Okay, müssen wir das erst aufschneiden. Okay. Dann waschen wir das jetzt aus. Jo. Der Verband ist nicht ausreichend, um diesen Mann wieder auf die Füße zu bekommen. Nee, aber es wäre ein Anfang, Bitch. Okay, die Dornenhandschuhe helfen ihm auch nicht. Okay, so ein Netzhemd. Nein, kein Netzhemd, okay. Was kann ich denn hier eigentlich stößeln? Den Verband? Nicht so. Kann ich das Obst mitnehmen eigentlich? Nein. Was ist denn eigentlich hiermit? Ich muss doch das Ding da bestimmt rauskriegen, oder? In der kleinen Höhle auf dem Grund des Teichs befindet sich ein Fisch. Ach, das ist ein Fisch! Okay. Steinspule. Ich hätte es für einen Stein gehalten, aber... Also für einen... Eine Steinscheibe, aber meinetwegen ist es auch eine Spule. Das ist mir egal. Ich möchte mich nicht im Wald verlaufen. Mir hat auch keiner gesagt, dass du dich verlaufen musst. Bitch, please. Ach, wir haben ja voll viel, wo wir langgehen können, ne? Fällt mir gerade auf. Wir müssen auch noch irgendwie über die scheiß Brücke rüber. Oh, das habe ich ja völlig vergessen. Okay. Müssen wir noch bei der Waldhütte weitermachen? Ich bin mir unsicher. Wird doch bestimmt noch irgendwo was übersehen. Natürlich, ich muss Schöllkraut und Flohsamen finden. Wo... Ah, okay, es sind sogar Bilder davon da, das ist ganz gut. Weiß ich denn, was Schöllkraut ist, Alter? So, eins... Das sind halt niemals die Flohsamen gewesen, aber passt schon. Dann brauche ich noch so ein Flohsamen-Dingsi, das ist hier. Und ich brauche noch so ein Schöllerkraut. Das ist nicht das hier, das ist das hier. Das waren leider keine 30 Sekunden, schade. Okay, dann zerstößle ich jetzt total die Kräuter, nehme ich an. Dann tue ich die in die Wunde, das freut ihn bestimmt. Achso, die hätte ich da wahrscheinlich erst wieder rausnehmen müssen. Ja, da kommt sie nicht von alleine drauf, dass man sowas wieder mitnimmt. Natürlich, wie konnte ich auch. So, und jetzt... I don't know how much longer I can hold off. Get the prince. Please. He's upstairs. Nein, nein, das ist normal. Seine Stimme klingt immer so. Er ist nicht von Dämonen besessen. Oh, sein Herz leuchtet durch seine Brust und sein Hemd. Nein, das ist vollkommen normal. Er ist ein Halbwaldleuchterelf. Er ist nicht von Dämonen besessen, auf keinen Fall.
Und auf gar keinen Fall ist er ein Außerirdischer. Really? Oh Gott. Nein, ach scheiße, es geht ja auch noch in verschiedene Richtungen. Fuck it. So, jetzt habe ich es komplett leer. Das ist doch auch was. Eins, zwei, drei. So, fuck that. Schnell, du musst nach oben. Wir haben keine Zeit. Diese Tür hat doch nur ein total umständliches Rätsel. Gut, dass wir damit gar nicht Zeit verlieren. Aufgabe gelöst. Finde den toten Bären. Und das Siegel. Ew. Hat er im Kampf einen Zahn verloren? Nein, nein, er war beim Zahnarzt. Und der Zahn musste raus. Klare Sache. Ich meine, guck dir das Gebiss doch mal an. Weißt du, wenn du als Bär dann irgendwann mal volljährig bist und dann die Weisheitszähne anfangen zu schieben, dann müssen die halt raus. Was noch ein Milchzahn? I need to get him back to the castle. Warum liegt hier ein Kind? Stecken wir in die Tasche, passt schon. Natürlich. Der Bär ist gestorben, weil er eine Steinspule verschluckt hat. Das erklärt einiges. Kann bitte dieses Kind da unten aus dem Bild raus? Pfah. Messer, damit erstechen wir das Kind. Spiel vorbei. Ja? Bitte? Nein. Wobei, gerade ist es noch ruhig, dann kann das auch gerne da bleiben. Was machen wir denn mit dem Messer? Schneiden wir... Was machen wir mit dem Messer? Den Brief auf? Jawohl. Ach, da ist was rausgefallen. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Das setzen wir dann hier rein. Dann haben wir einen Schmetterling und voll den Hammer. Damit schlagen wir das... Nicht das Kind, schade. Damit schlagen wir das Ei kaputt. Da ist die zweite Hälfte von dem Ding drin. Das kommt dahin. Da ist die Figur drin. Die Figur kommt dahin. Der Schmetterling kommt hierhin. Wir haben ein Auge. Das Auge kommt hierhin. Und wir haben Fischfutter gefunden. Ich würde ja sagen, die Szene ist noch nicht fertig, aber okay. Was fehlt hier? Marken. Lebensmittelmarken? So wie damals im Osten? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Oder möchte mir jemand seine Briefmarkensammlung zeigen? Ich bin mir unsicher. Where did he go? Black feathers. Oh no. Oh, bitch. Fantastisch. So, erstmal Fischfutter in den Teich. Der Fisch sich überfrisst und dann oben schwimmt. So, den müssen wir... Der Fisch ist sehr nah an der Wasseroberfläche, aber das Wasser ist zu tief. Das Wasser ist zu tief, auch wenn der Fisch sehr weit oben schwimmt, ist das Wasser zu tief. Ja, es ist vollkommen klar. Anyways. You want to go? You give food. No like the Blackbird Man. Troll likes a fish. I won't give you shit out of my way, you fucking ugly creature. You have no business here. Flee, as long as you have time for it.
Nicht? Okay, ich dachte, wenn er mich angrunzt, grunze ich ihn auch an, aber... Versuch war's wert. So, wo war denn hier eigentlich dieser hässliche Altar? Irgendwo hatten wir doch hier noch... Ah, hier. Nee, da war schon eine drin. Hm. Also... Gott, wir können doch immer noch was mit der Schnecke machen. Nein. Nicht das. Okay, dass das alles nicht funktioniert, war irgendwie klar, aber versuch was wert. Ich bin total bescheuert. Ich bin richtig bescheuert. Ich bin so bescheuert. Wofür habe ich denn den scheiß Otter? Ein Red Herring? Dem Otter gefällt es am Wasserfall sehr gut und er möchte hier bleiben. Du bist immer herzlich willkommen, na ja? Als wäre das jetzt dein Scheißwasserfall. Ich kann hierher kommen, wann ich will, ja? Glaub mal nicht, dass ich hier jetzt den Bart kraule. Scheiß Otter. Pff. Hier, dein Drecksfisch. Ist kein rohen Fisch? Entschuldigung, sehe ich aus wie ein Koch? Die Leute haben Probleme. Okay. He's dead. Rip Fish. Jetzt ist er bestimmt total super. No fish, no you go. Me, 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 me. Tasty fish. My stuff, your stuff. Natürlich. Das hat mir jetzt halt überhaupt nichts gebracht, weil die Brücke ist halt immer noch kaputt. Aber okay. Fantastische Aktion. So, die Frage ist, was machen wir jetzt?